willkommen. Ich freue mich, ich bin total glücklich, dass ihr alle heute Abend den Weg hierher gefunden habt. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Barbara Bloch, ich bin die erste Vorsitzende vom Baltic Blues Verein. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ihr und sie heute Abend alle hier seid. Es ist der Auftakt oder die Auftaktveranstaltung zum 29. Bluesfest hier in Eutin. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Abend wieder hier im Café Klausberger sein dürfen. Da geht nochmal unser ganz großer Dank an das Café Klausberger, also an Klausberger persönlich und vor allem auch an die Annegret und die Andrea, die da drinnen arbeiten und die morgen früh um 5 schon wieder den Laden aufmachen und heute Abend auch noch total nett zu uns sind. So, ich entschuldige mich vorher schon, ich würde euch total gerne alle namentlich und einzeln begrüßen. Dann wären wir aber mit der Zeit um und auch der Künstler hinter mir hätte keine Zeit mehr. Deswegen beschränke ich mich auf unsere internationalen Gäste und wechsle dazu ins Englische. I would like to welcome our international guests first, our artist Danuta Matyshyk. And her husband, Andrzej Matyshyk. They are publishing the Polish blues magazine, Twój Blues, in Poland. And they are very dear friends to us during the years. Then from the North Blues Union, Trond Jonsson. And one of our favorite, and in my opinion, one of the world's best photographers, Aigars Lapsa, and his wife, Selgitte, from Latvia. Dann, nicht ganz international, aber im Prinzip Kollegen von us, Carsten Speer und Eva vom Blues Festival Chemnitz. Und dann ist es mir noch eine ganz besonders große Freude, unter den Gästen unsere beiden Schweizer Franz und Marisa zu begrüßen. Jedes Jahr, ich weiß nicht, wie lange ihr jetzt schon herkommt, aber seit Jahren hierher kommen diese beiden, seit 10 Jahren hierher kommen und uns besuchen. Dankeschön. Ich habe jetzt, glaube ich, genug gesprochen. Ich übergebe jetzt an Helge. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. So. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich denke, die meisten kennen mich. Ich bin Helge Nickel, Organisator vom Baltic Blues e.V. Ja, und wir stehen hier an der 29. Auflage. Wobei mir immer auffällt, dass ich nicht alleine älter geworden bin. Auch viele von euch, die ich sehr, sehr lange kenne, haben mittlerweile graue Haare bekommen. Ja, aber warum nicht? Also schön, wir sind auch alle an Deck. Alle, die neu sind, auch herzlich willkommen. Barbara hat ja schon die internationalen Gäste begrüßt. Natürlich fehlen jetzt hier noch die wichtigsten, das sind nämlich die Musiker. Aber die trudeln dann morgen so nach und nach, Tag für Tag hier ein. Und dann haben wir auch noch, ich sag mal, andere Festivalkollegen, die herkommen aus Barcelona, aus Frankreich und. Also hier wird es sehr, sehr international werden. Und das ist ja auch der Sinn einer internationalen Veranstaltung und das macht auch einfach viel Spaß, denke ich mal. Drin haben wir die Programmhefte, wer es noch nicht weiß, kann mal gucken, was wir so alles haben. Es gibt ein paar Neuerungen, vieles Altbekannte, nur eins ist neu, die Musiker. Fangen wir gleich an mit dem heutigen Protagonisten, steht hinter mir der Frank Kagel, One-Man-Band. Wenn wir hier mit der kleinen Eröffnung durch sind, wird er als One-Man-Band quasi auftreten. Auf dem Festival wird er morgen den Opener machen. Da wird er noch ein bisschen mehr gleichzeitig beherrschen. Hier ist er jetzt mit Mundharmonika, Gesang, Gitarre. Morgen wird er noch mit Schlagzeug dabei sein. Alles alleine. Ein ganz fantastischer Künstler als One-Man-Band.
Ja, und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir hier schon Veranstaltungen machen als Eröffnung mit Künstlern. Meistens war es Fotografie, in den letzten Jahren dann immer etwas mehr Malerei. Und dazu möchte ich jetzt was sagen. Und ich denke, die meisten von euch verstehen Englisch. Ich hoffe, ihr versteht auch mein relativ schlechtes Englisch, weil wir haben jetzt sehr viele internationale Gäste. Und vor allen Dingen die Künstlerin kommt nicht aus Deutschland, also werde ich ins Englische überwechseln. So again, welcome to all our international guests. Now we come to the point of interest of this night. It's the story about what we are doing tonight. We have a vernissage, that means an opening of an exhibition. So we have numerous exhibitions had with photos or with paintings. This year again we have something to tell about paintings. So paintings, you can discuss a lot about thinking about what the artist is meaning, what you are thinking about. At least I think most important is your private eye. If the painting is catching you, everything is perfect. It's not so fine, but it's human. So don't let us talk too much about the way of painting. Let's talk about the artist. So I want to ask Mrs. Danuta Matisek to my side. Hi, Danuta. Come a little closer. She's a wonderful dear friend. Barbara has just told about it. When was the first time you're visiting our festival? 12 years. Oh, she's now in the 12th year coming to the Eutin Blues Festival. And the story behind is her husband Andrzej is the editor of the Poland's blues magazine Troy Blues. And Danuta herself has operated a very big blues concert agency in Poland. At least she was the first bringing, after opening the borders to the east, she was bringing the blues to Poland again. So she was very, very important. And a little time ago, I talked a little bit about being older, so also Danuta gets a little bit older. And she retired a little bit. But, you know, if you have been in the music management business, you have only less free time, but you need something for recreation. And Danuta has two ways for recreation. One is gardening, of course. And the other one is sitting somewhere in the corner and making paintings. And over the years, how long are you painting now? How long? Endless long time. And she is inspired by the blues musicians and also with traveling around the blues. If you're organizing festivals, if you're working with artists, you're going to the countries where they are living, and also to America, especially to the southern states of the US, like for example Memphis, Clarksdale, etc., etc. And you're going to get a lot of impressions. I use my camera to fix it. I'm just a photographer. She's much better. She's able to make paintings. And I talked about, it makes no sense to talk too much about the paintings. If you go inside, you will see wonderful colors and you will see catched moments of musicians and persons and the places around where the musicians are performing. And that she puts into her pictures, and that's what I love. So, but I talked a little bit about it. Now I give the microphone to Danuta. Guten Abend, also willkommen in Englisch. Good evening, ladies and gentlemen. I'm very happy to be here. I'm very happy that you came. Almost everything was already told about my pictures. I also love to travel, go to different countries, and I also take pictures. But making a photo is only a split second. So then, when I come home, I like to make the pleasure longer, and I remake some of my photographs into pictures. I'm looking for different things, and I paint different things. I paint nature, architecture, but here I chose only those pictures that are connected with
music, with blues, since we are here in this beautiful town of Eugene, and since this fantastic festival is beginning. So I invite you now to see my pictures connected with blues. They don't necessarily have to be beautiful, but they must be real. Some places and some people are not so beautiful as models, but that's where and how the blues was created and how I see it. I had a lot of fun painting the pictures. Now I invite you to have a look at them and also have a lot of fun. So enjoy my pictures. Thank you. Big, big pleasure for us to have you here. We love to have you here. And thank you. Thank you. Thank you for being here. That's one of the very wonderful stories about the blues. It's not, blues is not a cool music market. It's far away what's happening in the rock and the blues music. And that makes fun to have real friendships if you're working with blues artists and other people are working with the blues. It's a great feeling and makes a lot of fun. About what's happening now. We give you 10-15 minutes to have a look to the exhibition, and then we will start outside with the music and having a drink or a small talk with you. So I have the big pleasure to declare this exhibition for opening. Thank you for staying here. Thank you.